Jetzt haben wir keine Methode, um direkt ins Atom reinzuschauen und uns genau anzuschauen, was mit den Elektronen passiert. Deswegen werden wir jetzt hier auch ein Modell verwenden, das das Ganze vereinfacht. Wir stellen die verschiedenen Energieniveaus, also die verschiedenen Orbitale, in denen ein Atom seine Elektronen quasi aufbewahren kann, stellen wir hier durch Bahnen vor. Das ist das Bohrsche Atommodell, das ist an sich nicht richtig. Aber die Warnorbitale haben einfach nur unterschiedliche Formen und das würde das Ganze sehr kompliziert machen. Wir wissen, dass ein Atom immer von unten nach oben aufgefüllt wird, was die Energie angeht. Das heißt, wir haben hier ein Atom mit 3 Elektronen und das heißt, die unterste Schale ist voll mit seinen 2 Elektronen. Also gibt es nur die Schale drüber noch, wo freie Plätze sind. Hier befindet sich auch schon ein Elektron, aber es hätten noch 7 weitere Platz. Wir sehen sofort, dass die ganzen Schalen, die ich hier eingezeichnet habe, nach außen hin immer enger werden. Und so ist es auch in der Realität. Je höher eine Schale ist, desto näher ist sie an der nächsten dran. Jedes Atom hat theoretisch unendlich viele Schalen, in denen sich die Elektronen aufhalten können. Aber die letzten Schalen haben quasi dann einen unendlich kleinen Abstand zueinander, bis halt das Elektron dann so weit weg ist, dass es das Atom verlassen kann. Und deswegen zeichnen wir die Energieniveaus auch negativ ein. Das heißt, hier EV für Elektronenvolt. Und wir nehmen jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, das unterste Energieniveau sei bei minus 12 Elektronenvolt. Das bedeutet, um rauszukommen, also um die Grenzenergie zu erreichen, hier oben, so, benötigen wir 12 Elektronenvolt. Das heißt, hier ist 0. Jetzt habe ich das EV hier schlecht hingeschrieben. So, 0 Elektronenvolt. Genau, und das macht man immer so, weil man sagt, wenn das Elektron aus dem Atom gekommen ist, hat es ja eigentlich keine Energie, sondern es ist nur nicht mehr gefangen. Aber es bewegt sich erstmal nicht, sondern ist halt frei. Und wenn ich ihm jetzt Energie zufüge, dann kann es auch was mit der Energie anfangen. Und das Interessante ist jetzt, solange es noch gefangen ist, kann ich ihm nur genau die Energien zufügen, dass es auf das nächste Energieniveau hüpfen würde. Wenn ich jetzt sage, mein erstes Energieniveau ist bei minus 12, wie ich es da unten ja auch gemacht habe, dann könnte ich jetzt mein zweites Energieniveau anschauen, das wesentlich höher ist. Und zwar, sagen wir mal, optisch ist es bei ungefähr minus 7. Und damit jetzt ein Elektron von unten nach oben springen kann, zum Beispiel das rote, in die nächste Schale, muss ich ganz genau eine Energie von 5 Elektronenvolt zufügen. 5 Elektronenvolt ist sogar schon ultraviolett. Das heißt, wenn jetzt ein Licht, ein ultraviolettes Licht ankommt, auf das Elektron trifft, dann kannst du es hochheben. Das heißt, auch hier in unserem Modell von den Energieniveaus ist es dann so, dass das rote Elektron von minus 12 auf minus 7 gehoben wird durch plus 5 Elektronenvolt. Das muss nicht sein. Wir können jetzt zum Beispiel das hellblaue noch viel stärker kicken mit einem 8 Elektronenvolt hat. Das müsste ungefähr hinkommen. Und dann wird es über die erste Schale hinaufgehoben. Gegebenenfalls eben auf die nächste Schale. Jetzt habe ich extra gegebenenfalls gesagt, weil das passiert nur, wenn dieser Abstand zur nächsten Schale auch genau 8 Elektronenvolt entspricht. Wir machen das jetzt. Das heißt, das wäre ein Niveau von minus 4 Elektronenvolt, weil das jetzt 8 höher ist als die minus 12. Und in dem Fall kann dann das hellblaue Elektron rauf auf sein neues Niveau springen. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein grünes Licht daherkommt und das rote Elektron hier unten treffen würde, dann könnte es nicht gehoben werden. Grün hat ungefähr 3 Elektronenvolt, das heißt, es würde angehoben werden, reicht aber nicht bis zum nächsten Energieniveau, also fällt es quasi sofort wieder runter, kann man sich vorstellen. Es passiert also im Endeffekt gar nichts. Dieses Licht wird auch nicht absorbiert, das heißt, dieses Licht geht einfach
weiter durch, ohne irgendwie interagiert zu haben. Das heißt, nicht mal dieses kurze Anheben passiert, sondern das war nur ein Gedankenexperiment. Okay. Jetzt gibt es aber noch deutlich mehr Kombinationen, die hier passieren können, weil das Grüne kann ja auch gehoben werden. Das Grüne hat jetzt eine Energiedifferenz von nur 3 Elektronenvolt zum nächsten. Das heißt, wenn jetzt mein grünes Licht wieder daherkommt und diesmal aber das grüne Elektron trifft, dann könnte es was bewirken, weil hier ist der Energieunterschied zum nächsten Niveau ganz genau diese 3 Elektronenvolt. Das bedeutet, hier zwischen liegen 3 Elektronenvolt, also kann es gehoben werden. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Das heißt, obenrum haben wir auch ganz, ganz, ganz viele Linien, die möglich sind, also ganz viele Spektrallinien meine ich damit, weil die ja so eng beieinander liegen. Die sind aber alle im Marot-Bereich, weil sie ja ganz kleine Energieabstände nur sind. Und jetzt schauen wir noch, was wir machen können, um ein Elektron zu entfernen. Dazu löschen wir mal alles, was wir bisher gemacht haben. Möchte ich ein Elektron aus dem Atom komplett entfernen, also das heißt, möchte ich das Atom ionisieren, dann ist es so, dass ich das Elektron ja ganz rausheben muss. Und ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das Grüne oder Rot und Blau, also Rot oder Blau, aus dem Atom entfernen. Leichter ist natürlich das Grüne, weil das schon auf einem höheren Energieniveau ist. Und jetzt seht ihr, warum wir diese Grenze von den 0 Elektronenvolt gebraucht haben. Wenn ich jetzt das Grüne stark genug kicke, über diese Grenze hinaus, dann ist es frei und kann sich hier völlig frei außerhalb des Atoms bewegen. Die Energie, die ich dazu brauche, sind jetzt genau die 7 Elektronenvolt, weil das sagt mir, wie tief es, man sagt, in den Potentialtopf, also in den Energietopf um das Atom herum reingefallen ist. Es ist quasi mit um die Energie 7 Elektronenvolt reingerutscht und braucht jetzt die auch wieder, um rauszukommen. Bei dem roten Elektron oder auch mit dem blauen bräuchte ich noch viel mehr Energie, nämlich 12 Elektronenvolt, weil das ja in die Tiefe 12 hineingerutscht ist, um das zu ionisieren. Und hier ist jetzt das Interessante, dass ich mit jeder Energie, die mindestens 12 ist, ein Elektron lösen könnte. Beziehungsweise das Grüne sogar mit jeder Energie von mindestens 7. Das heißt, wenn jetzt UV-Strahlung mit einer irrsinnigen Energie von 13 Elektronenvolt auf das Blaue kommt, dann wird es trotzdem aufgenommen und zwar wird das Blaue jetzt einfach komplett rausgekickt. Und das geht. Das heißt, hier sagt man, hat man eine kontinuierliche Energie, die möglich ist. Also geht auch 13,5 Elektronenvolt, 14 Elektronenvolt, auch 12,001 und so weiter. Hauptsache, es reicht, um das Elektron zu ionisieren. Was uns jetzt noch fehlt, ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Elektronen einmal gehoben wurden? Genau, und dazu löschen wir mal die Ansicht und löschen auch die bisherigen Elektronen und tun mal so, als wären die schon angeregt worden. Sind die Elektronen nun auf einem höheren Energieniveau, können sie die Energie auch wieder abgeben. Und das machen sie auch nach einer bestimmten Zeit. Und das ist jetzt ganz interessant. Das ist total atomabhängig. Manchmal dauert es wesentlich länger. Das sind dann Stoffe, die wir als fluoreszierend bezeichnen, weil die ja später nachglimmen. Aber in den allermeisten Fällen passiert es nach wenigen Mikrosekunden. Jetzt gibt es hier aber verschiedenste Möglichkeiten, wie man runterfallen kann. Wir nehmen jetzt das Lilane als erstes. Das Lilane kann direkt von dem höchsten Niveau, wo es gerade ist, auf dem Minus-3-Niveau, hinunterfallen auf das Grundniveau. Dann hat es eine Höhen, also eine Energiedifferenz von den Minus-3 runter zur Minus-12 vollführt. Der Unterschied sind also sind 9 Elektronenvolt. Das bedeutet, hier wird jetzt ein Photon losgesendet, das genau diese 9 Elektronenvolt hätte, weil die Energie kann nicht verschwinden, wie wir wissen, und das passiert dann in Form eines Photons. Das heißt, fallende Elektronen erzeugen Photonen. Nun haben wir noch die anderen zwei Elektronen.
Die können nicht so tief fallen, weil die unterste Schicht ist ja jetzt voll. Die unterste, das unterste Orbital. Jetzt kann das Rote zwei Sachen machen. Das kann zum Beispiel auch direkt auf das Niveau minus 7 fallen, was wir jetzt hier auch so tun, als wäre es der Fall, und sich dort aufhalten. Dann verliert es auf einmal eine Energie von 4 Elektronenvolt. Also würde es hier ultraviolett anfangen zu leuchten, das Atom, weil dieses Elektron gerade das Licht beim Sturz hinab aussendet. Jetzt kann es aber auch sein, dass es einen Zwischenweg macht, was wir jetzt beim hellblauen Elektron machen. Es kann zuerst runterfallen auf dieses Niveau minus 4 und dann erst von diesem Niveau weiterfallen auf das Niveau minus 7, wo auch schon das rote Elektron sitzt und wartet. Insgesamt wird es irgendwann runterfallen, weil jedes Atom ja den geringsten möglichen Energiezustand einnimmt. Das heißt aber, dass jetzt dieses blaue Elektron zwei Photonen sogar aussendet. Einmal ein ganz infrarotes Licht mit nur einem Elektronenvolt, das können wir nicht sehen. Und einmal ein Licht mit drei Elektronenvolt. Genau. Das war's zur Emission und Absorption von Photonen durch Atome oder genauer durch die Elektronen. Wie gesagt, diese Veranschaulichung ist jetzt nur ein Modell. Das Wichtige sind die Energieniveaus, die werden euch bis in die Oberstufe verfolgen. Genau, und ich hoffe, ihr habt verstanden. Rechenaufgaben bestehen einfach darin, dass man die Energieunterschiede zwischen den Energieniveaus berechnet. Gut, dann viel Spaß beim Rest des Heftantrags.